alle Jahre wieder, oh du Fröhliche und Last Christmas. Tausendmal gehört und doch immer wieder schön. Je häufiger, dass sie diese und andere Songs im Radio hören, desto weniger lang geht es, bis Weihnachten vor der Tür steht. Herzlich willkommen zum Weihnachtsfieber auf TVO. Unsere heutigen Shoppinger des Tages sind für einmal nicht mit ihrer Stimme präsent, sondern in voller Größe mit Bild und Ton bei uns. Große Hörler und Yves Keller, ihr seid ja die Morgenmoderatoren vom FM1. Hat euch Weihnachtsfieber im Studio auch schon gepackt? Ja, eigentlich schon ziemlich lang. Und bei mir sowieso, weil ich bin so ein bisschen ein Weihnachtsfreak. Kann ich bestätigen von der Rosi. Bei mir hapert es im Moment gerade noch ein bisschen wegen dem Kollegen Freddy. Bringt mich jetzt nicht gerade wahnsinnig in Weihnachtsstimmung, gerade im Moment. Wie sieht das eigentlich aus, apropos Weihnachtssong? Wer entscheidet da, wie oft dass man welches Lied spielt? Ja, das spielt die Musikredaktion, aber wir können leider nicht so viel sagen. Aber ihr habt ja sicher noch irgendein Lieblingslied oder so. Ja, also immer wenn Last Christmas läuft, ist nicht der Musikproduzent, sondern die Rosi, die sie jetzt sieht, ja. Dann ist also dein persönlicher Weihnachtszeit? Ja, am Anfang von der Adventszeit einmal dann schon, aber so gegen den Schluss verletzt es mir einmal dann gleich, das Lied, weißt du? Ja, mir geht es etwas ähnlich. Als Frühaufsteher, also sind wir ja gezwungenermassen, verschlaft man da vielleicht sogar den Heiligen Abend? Ich hoffe es nicht, aber ich freue mich so auf Geschenke. Ich glaube, das wird schon klappen mit dem Nicht-Verschlafen. Also bei uns verschlafst du ganz sicher keine Weihnachten, weil wenn der Opa Max anfängt zu singen, dann ist spätestens wieder wach. Danke vielmals, dass ihr da seid. Wer für einmal dem ganzen Weihnachtsrummel entfliehen will, dem zeigen wir uns im nächsten Beitrag, wie das am besten funktioniert. Oder? Nach so viel rasanter Action jetzt ein sicherer Geschenktipp für alle. Schleckmühle, Gourmet-Liebhaber und Feinschmecker. Wer Schoki-Spezialitäten wie die auserlesenen Kuhnpraline verschenkt, schenkt Süßes von exzellentem Genuss. Kuvertüre, Rahmen, beste Butter und das gestaltete viel Handarbeit zeichnet den Geschenktipp von der Bäckerei Kuhn aus. Die Praline gibt es in 9er Schachteln zu 19,90 oder 16er Schachteln an 31,80 Franken. Noch 1, 2, 3, 4 Tage und dann ist Weihnachten. Morgen erfahren wir, was wir beachten müssen, damit es für die Vierbeiner und andere Viecher eine schöne Weihnachten gibt. Auf Wiedersehen!